Wir müssen unsere kaputte Klinge zu Leonardo da Vinci, dem Genie der Renaissance, bringen, damit er sie repariert. Diesen Auftrag nehmen wir doch an, oder? Ja dann, gehen wir mal, wa? Ja, komm jetzt so. Auf geht's. Einverstanden. Ja. Sicher, sicher. Diebe engagieren. Okay, die Diebe sind wieder bei mir, ausgezeichnet. Ah. Ah. Uncool, uncool, uncool. Ich muss da runter. Dann probieren wir doch die Diebe mal aus. Und ab. Na, hat Spaß. Ah. Das verschafft uns genügend Zeit. Ganz easy zu Leonardo zu latschen. Oh, Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ah, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Oh. Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Stör nicht ein Genie bei der Arbeit, Ezio. Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte. Es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Was, Sir? Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut.
Dann mach schnell. Pow! Ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Der Scherzkeks. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte, bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Uncoole Idee. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie, wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Wie die U-Bahn-Treter. Aber ich wäre ja nicht Ezio Auditore. War das genug? Wenn ich Leonardo nicht zur Hilfe eilen würde. So. Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Zu den anderen? Die Stadt gibt sie mir. Zur Forschung. Ja, sicher. Zur Forschung. Sicher. Achtung! Vorsicht! Warum stöhnst du so, Ezio? Das macht dich ein bisschen befremdlich. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Aha. Ja, dann gehen wir doch mal zu Paola Zuck. Ach Leute, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Vorbeirennen. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Blei und Granatapfel. Lecker. Nein, nicht da lang. Pack ihn!
Ich muss weg. Wenn euch euer Leben lieb ist, lauf! Lasst mich in Ruhe! Ach ja, mich bitte auch. Danke. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Ja, dann. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Aber hallo. Akzeptieren. Rache nehmen, immer gut. Ezio, braver Bub, braver Bub. Oder ich werfe dich. Er ist hier! Und weg. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Bevor wir ihm unaufmerksam folgen, machen wir hier eine kleine Pause und wir sehen uns im nächsten Let's Play Assassin's Creed 2. Ciao!